Vor der historischen Burg Wels wurden 350 Grundwehrdiener feierlich angelobt. Die Soldaten hatten am 7. Jänner in der Hessenkaserne in Wels und am Fliegerhorst Vogler in Hörsching ihren Präsenzdienst angetreten. Ich gelobe! Ich gelobe! Mein Vaterland! Mein Vaterland! Die Republik Österreich! Die Republik Österreich! Und sein Volk zu schützen! Und sein Volk zu schützen! Landeshauptmann Thomas Stelzer dankte den Soldaten für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Wochen bei der Beseitigung der großen Schneemengen im Alpenvorland. Wir sind sehr dankbar, dass das Bundesheer so stark ist in unserem Land. Ich freue mich auch, dass sich so viele Junge entscheiden für den Dienst beim Bundesheer. Denn wie man sieht, man braucht die Hilfe, aber auch den Schutz. Und darum ist es auch in der Bevölkerung so angesehen. Im Rahmen des Assistenzeinsatzes Schnee 19 hatten die Soldaten rund 31.000 Arbeitsstunden in Oberösterreich geleistet. Ganz klar ist da, das Bundesheer hat die Aufgabe der militärischen Landesverteidigung per Verfassung. Das heißt für uns, wir müssen uns hier auch entsprechend diesem Auftrag ausrüsten und ausstatten. Dann kann man auch andere Aufträge wie die Katastrophenhilfe bestreiten. Wir haben ja in Oberösterreich das sogenannte Netzwerk für Katastropheneinsätze gegründet. Eine Verbindung, die auf Handschlag läuft, über die man nicht reden muss, aber die immer dann funktioniert, wenn es darauf ankommt, ist unheimlich viel wert und dafür bedanke ich mich auch wirklich bei allen. Eine große Hilfe beim winterlichen Assistenzeinsatz waren auch die Hubschrauber des Bundesheeres. Die Alouette 3 hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, nicht nur jetzt in den letzten Wochen im Schneeeinsatz, wo wir über 850 Starts auch hatten, Lawinensprengungen durchgeführt haben, Evakuierungen und auch entsprechende Versorgungsflüge, sondern bereits seit 51 Jahren ist dieser Hubschrauber im Einsatz. Jetzt ist das Lebensende allerdings erreicht und es macht mich stolz und froh, dass wir jetzt auch eine Nachbeschaffung einleiten können, 12 neue Mehrzweckhubschrauber auch beschaffen können. Der jahrelange Investitionsstau beim Bundesheer hat endlich ein Ende. Wir haben heute bestellt, 3 neue Black Hawks, auch um die Staffel von 9 auf 12 aufzustocken. Bin sehr froh darüber, ein notwendiges Gerät, aber vor allen Dingen attraktiv auch für junge Menschen. Das heißt, wir sprechen damit auch potenzielle Piloten an. Nicht nur bei den Hubschraubern, auch in anderen Bereichen wird kräftig investiert. Und mit einem Gesamtinvest von über 100 Millionen Euro mit sehr viel Wertschöpfung auch für Österreich.